Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video auf meinem Kanal. Ich bin auf der Farming Simulator Seite, denn dort wurde ein kleines Video hochgeladen, was glaube ich an ganz, ganz, ganz viele Leute vorbeigegangen ist. Und zwar ein Rückblick auf den Landwirtschaftssimulator 19. Was das zu bedeuten hat, ich glaube, ich muss es keinen sagen. Es wird bald was kommen und ich hoffe, dass ich recht behalten habe, dass dieses Jahr noch der Farming Simulator 21, 22, 23, Next Evolution, wie er auch immer heißen wird, rauskommen wird. Wir gucken uns das Video jetzt mal an. Ich sage ein paar Worte dazu. Das Video ist auf Englisch. Ich werde das so ein bisschen sporadisch nebenbei übersetzen, so die Schlagwörter, damit das dann auch am Ende jeder versteht. Wir gucken rein. Ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt die ersten 30 Sekunden so angeguckt. Das ist gut. Giant Software. Farming Simulator 19 was announced in February 2018. Ja, dass der Landwirtschaftssimulator 19 im Jahre 2018 released wurde. For the first time, horses were introduced. Das erste Mal alongside the new crops, oats and cotton. Das erste Mal gab es Pferde und Baumwolle. Two brand new maps were included on release day. Felsbrunn and Ravenport. Es gab zwei neue Maps am Release-Tag, und zwar Felsbrunn und Ravenport. An updated Giants engine with building interiors, a revamped mission system and more added. Es wurde die Engine und das Missionsmodell überarbeitet. To the immersion. Even a C64 version for all of you retro lovers. Die C64 Version. The biggest feature of all was one particular brand, John Deere, as proof. Es kam halt John Deere als einer der größten Marken dazu. Proven by your reactions. John Deere! John Deere! Oh my gosh! John Deere! Farming Simulator 19 featured more brands and machines as ever before, with a total of 10 DLCs released. Also der Farming Simulator 19 hatte mehr Marken und Maschinen als je zuvor und es wurden 10 weitere Extensions bzw. DLCs dafür released. The Anderson Group Equipment Pack was the first, introducing 13 new machines to satisfy your round and square bale needs alongside some new baling features. Der Anderson DLC war der erste und hat 14 weitere Maschinen reingebracht. The BioBaler WB55, you could now produce wood bales from poplars and inline wrappers, letting you store multiple bales in a tube. The free Holmer DLC brought back the popular and multifunctional Terra Variant 585 and 435 and a whole range of modules which can be used with them. Das kostenlose Holmer DLC bringt die beliebten Maschinen zurück. The John Deere Cotton DLC added a new cotton harvester, as well as 6 tools by McCormack Industries and Lizard. Das John Deere Cotton DLC brachte den neuen Baumwollernter ins Spiel, welches mit McCormack und Lizard zusammen entwickelt wurde. Class alongside the Platinum expansion brought another big player of the industry, featuring a total of no less than 35 machines by the German machinery manufacturer. Mit Class ist einer der weiteren größten Hersteller der Industrie dazugekommen und hat 35 Maschinen in das Spiel gebracht. Deutscher Big Player. The Borgore DLC brought along the biggest machines of them all, alongside the big machines from the Canadian manufacturer. Ja, das Borgore DLC hat die größten Maschinen dazu gebracht und den neuen RX. Verniland and Vicon got an equipment pack including 20 new assets for cultivating, seeding, baling and more. Ja,
The Alpine Farming Expansion, together with the Premium Edition, combining all additional released content to date, was built around the beauty of the Alps. Das Alpine DLC kam zusammen mit der Premium Edition raus und ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, er meinte, die schönste Map des Landwirtschaftssimulators, so sinngemäß. Brand new map and over 30 new machines were added to Farming und Simulation über 30 neue Maschinen. Together with EIT Food, the European Union's leading institute of food technology, precision farming extended the game through sustainable farming technology. It was released as a free DLC on Mordhub. Und Did the game through sustainable food, the European Union's leading institute of food technology. Also das Europäische Institut für Ernährungstechnologie hat in Kombination mit dem Farming Simulator das Precision Farming DLC rausgebracht. Wobei, eigentlich hieß es, dass John Deere auch maßgeblich damit beteiligt war. Da hat er jetzt gar nichts zugesagt. Precision Farming extended the game through sustainable farming technology. It was released as a free DLC on Mordhub. That's price DLC. The Grimmy DLC won the official mod contest and was upgraded from a mod to a paid DLC. Das Grimmy DLC, was vom FSI Modding Team im Rahmen des Modding Contest aus dem LS17 jetzt hier released wurde. Chance to be rewarded while you got to get deeper into potato farming. The latest DLC, Rottner, then added new forestry equipment to Farming Simulator 19. Und das letzte DLC, was rausgekommen ist, ist das Rottner DLC, was weitere Harvester für die Holzernte mit in das Spiel gebracht hat. Boah, es ist ultra spät. Wir haben noch 2 Minuten Video vor uns. Mal gucken, was er noch sagt. Even more content was added through officially supported mods and various community efforts made the Farming Simulator world grow. Das ist schon geile Aufnahmen. There are currently more than 3,600 officially tested mods available at ModHub. Über 3,600 getestete Mods im ModHub. Also, the Farming Simulator League hit the ground with Farming Simulator 19. Extending the game by a competitive multiplayer and tournament mode. Ja, die Farming Simulator League als kompetitiv Multiplayer Wettbewerb. Currently, erstmalig. The Farming Simulator League is in its third season and continues to get bigger and better with every new client update and getting more exciting with every new team joining the league. We had a blast with you at FarmCon, Gamescom, and many other events where you could learn more about the game and ask us questions. Ja, das Ganze wurde auf der FarmCon, auf Gamescom und an weiteren Austragungsorten, ja, veranstaltet. We had to take a pass on it in 2020, but we are looking forward to meeting you in person again in the future. Meanwhile, we also introduced the Ambassador Network, designed to strengthen the link between our community and us by appointing official Farming Simulator ambassadors around the world. Almost 3 years of Farming Simulator 19 already. We're looking forward to adding more of your great mods to the Mod Hub. What's coming in the future? Keep an eye on the Farming Simulator website and social channels. Genau, wenn wir wissen wollen, was in der Zukunft kommt, sollen wir ab und an mal auf die Farming Simulator Seite gucken, was die dort so releasen. Join the community. We say thank you for your support in over a decade of Farming Simulator and we're ready for more. Stay tuned. Ja. Und sie sagen natürlich ein riesengroßes Dankeschön an die Community des Farming Simulators. Ich denke mal, da kommt jetzt nichts mehr. Aber Leute, wenn es eine Zusammenfassung gibt,
denn es ist quasi das Ende, das Finale. Das heißt, es wird was Neues kommen. Und ich weiß, wir hatten das Thema schon so oft. Ich weiß, viele von euch sind der Meinung, es gibt nichts Neues. Es wird nie wieder ein LS-Teil geben. Aber das ist halt Quatsch. Giants macht nur noch den LS. Und so erfolgreich, wie die damit sind, so erfolgreich momentan wie noch nie. Es wird was rauskommen. Und ich bin mir immer noch sicher, dass dieses Jahr was rauskommen wird. Ja, ich hoffe, dir hat das ganze Video kurz gefallen. Ich habe das entdeckt und dachte mir so, das wird ja in den Gruppen gar nicht kommuniziert und also mache ich mal ein kleines React darauf. Wenn ja, Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal, würde ich mich sehr freuen. Du würdest mich und meinen Kanal damit sehr unterstützen. Ich meine, ich würde sagen, so 75% meines Kanals bestehen komplett aus Farming Simulator. In dem Sinne, du verpasst nichts, wenn du mich abonnierst. Ist das richtig? Ich glaube schon. Bis denn und ciao.